So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda. Ja, Link's Awakening. So, tatsächlich höre ich jetzt selber ziemlich wenig Sound. So ist gut. So höre ich alles. Wo sind wir denn gestern stehen geblieben? Ja, können wir mal nach da lang gehen, würde ich sagen. Ups, das da. Don't hurt me, don't hurt me. Hier passiert erstmal. Ah doch, die greift noch an. Okay. Aber hier können wir weiter. Wir haben ja das Kraftarmband. So. Nein, böse. Ach Mist, ich habe mich aufgepasst. Da war ich wieder ein bisschen was leise. So, auf jeden Fall gucken wir, dass wir das doch jetzt hinkriegen. So. Wir sollten uns auch wieder eine Salbe holen. Fällt mir gerade auf. Zack, zack. Nope. Das nehmen wir auch mit. So. Ah. Oh, au. Nein, böse. So, weg damit. Guck mal, ob hier was drin ist. Hier ist nichts drin. Da auch nicht. Na, die Pfeile hätte ich trotzdem gerne. So. Und Bumerang. Okay. Oh, das hat die nicht gekillt? Krass. Und noch ein Schlüssel, um weiterzukommen. So, und jetzt auf diesen Wasserspur. Wieder zurück. Klatsch gegen den Ding. Der Sprung ist auf jeden Fall machbar da hinten. Zack, zack. Jetzt haben wir auch das einmal abgegrast. Bedeutet, wir müssen noch irgendwie hier lang kommen. Dazu gibt es hier die Möglichkeit lang zu gehen. Beide mal einmal ausgeschaltet. So. Okay, das ist ein bisschen easier, als es aussieht. Dann so, einmal rüber, zack. Ups. Hoppala. Das war knapp, würde ich behaupten. Jetzt haben wir... Ah, nochmal ein Balsam. Das ist geil. Ja, cool. Gerade aufgebraucht. Ja, haben wir das eine noch mitgenommen. Hier kommen wir also auch jetzt erstmal nicht weiter. Hier haben wir soweit alles. Jetzt müssen wir irgendwie hier hinkommen. Wir können nach da oben... Ne, weg können wir da nicht. Wir können ja hier lang gehen mal. Hier müssten wir eigentlich weiterkommen können. Oder auch hier in dem Bereich. Okay. Auf und nach vorn. Nehmen wir doch den Elefanten mit. Ups, haha. Nicht einmal getroffen. Ja, so geht das. Und einmal an den Teleporter vorbei. Ab in den nächsten Raum. Jetzt schauen wir nochmal nach. Genau, wir können nochmal nach oben weggehen. Da sollten wir weiterkommen können auf jeden Fall. Weil wir können jetzt den wegtun. Ja, dann können wir hier weitergehen. Und sieh eine an. Haben noch eine Truhe für uns. Ui, mit 100 Rubinen. Das ist nice. So. Gut, dann noch einmal das weggeschmissen. Passiert auch nichts mit. Und den Shy Guy getötet, würde ich behaupten. Hier lang sind wir schon. Ja, hier lang waren wir schon. Beziehungsweise von da kam auch. Ach, ich Idiot. Aber von da kam er gerade, glaube ich, oder? Ja, von da kam er gerade. Machen wir die Tür trotzdem auf, damit wir da immer durchkommen können. So. Lasst mich kurz schauen. Ich würde gerne... Okay. Ich war mir jetzt nämlich nicht gerade sicher, ob es so sein muss oder nicht. Ups, das, Genau, kommen wir hier noch weiter. Ha! Über die Barrikade. So, okay. Vielleicht.
gehen wir doch nochmal zurück. Wo geht's denn hier lang erst nochmal? Ja, hier waren wir aber schon. Okay. Ah, Mist, vergessen. So. Ui, Mist. Da geh. Geh drauf. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Ups, das habe ich einen Screenshot davon gemacht. Ich wollte aber eigentlich einen Bogen ausgerüstet haben. Aha, daneben. So. Dann können wir nach oben gehen. Dann können wir mich hier das machen. Auch nach oben weg. Genau, und hier kommt das erste coole Rätsel meines Erachtens nach. Erstmal nehmen wir die Truhe mit. Haben nochmal einen 100er. Ja, nicht verkehrt, definitiv nicht. Können wir alles im späteren Verlauf noch gebrauchen. Und zwar, was ich cool finde, ist folgendes. Ich schmeiß mal ganz kurz dahin. Ist das hier. Ah, Mist, falsche Richtung. Ich habe den falsch genommen. So geht das hier. Ne, das ist ein cooles Rätsel. Ja. So. Hier ist es noch ein bisschen einfach, weil auf weiß, ne, ist richtig. Ja, hier ist es auf schwarz richtig. Ne, und dann hat man das Rätsel auch schon gelöst. Und könnte man wieder zurückgehen, müssen wir nicht. Wir müssen aber erstmal nach oben gehen, würde ich behaupten. Ne? In die nächste Etage, genauer gesagt. Ach nee, hier sind wir. Ach, okay. Hier gibt es noch eine Muschel. Die hatten wir nicht bekommen können. Ja, die andere hatten wir, glaube ich, bereits. Somit haben wir auch alles, was es hier gibt, eigentlich soweit durch. Ja, in dem Floßspiel. Ach, schade. Hätte er klappen können. Sich nochmal 10 Pfeile zu klauen. Hey, aber cool ist, wir haben hier dann auch alles. So. Und wir beschweren uns natürlich nicht darüber, dass wir hier nochmal ein schönes... Ein... Wow. Dass wir nochmal eine Sache bekommen haben, die wir gebrauchen können im Nachhinein. Zack. Lass mich nicht lügen. Waren wir da oben bereits? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach nochmal da lang. Wie kommen wir denn? Da gibt es eine Treppe, die da hinführt. Okay. Egal. Dann brauchen wir auch noch nicht die Bomben. Hier waren wir noch nicht hier unten. Ich würde da aber gerne hin. Auch noch nicht hingekommen. Da waren wir bereits. Hat man, glaube ich, auch schon geklärt gehabt. Lasst mich nicht lügen. Beziehungsweise, wir können den ja nochmal töten, damit wir auf Nummer sicher gehen. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr aufgenommen. Beziehungsweise, genauer gesagt, einen ganzen Tag, weil ich damit beschäftigt war, den ganzen Videos, die ich im Voraus aufgenommen habe, zu bearbeiten. So. Okay, aber hier, wie bereits erwähnt, hatten wir schon gemacht. Lasst mich nicht lügen, wo lang müssen wir denn jetzt? Ui. Die verschieben können wir, glaube ich, nicht, oder? Okay, verschieben müssen. Nachbar. Aua. Damit. Hier oben können wir, glaube ich, auch nichts. Dann einmal hier wieder lang. Bereits erwähnt, hier ist auch nichts machbar. Hui. Oh. Ach Mist. Zack. Na? Irgendwie geht bei mir unten die Haustür mal auf und zu. Hat man noch nicht gemacht? Okay, krass. Dass wir es noch nicht gemacht haben, ist interessant. Okay, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Einblick. Den, wo wir hin müssen. Das Problem ist, wie kommen wir denn hier hin?
Lass uns nochmal da hingehen. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen, was wichtig ist. Okay, jetzt kommen wir hier nicht erstmal lang. Das haben wir ja auch schon. Auch schon. Lasst mich nicht lügen, wo lang müssen wir denn jetzt nochmal? Ah, wisst ihr, was ich mache? Ich spiele mal ganz kurz den Mambo. Wollen wir doch mal zurück zum Anfang. Zum Startpunkt, jawohl. Ich brauche mal nach da, wo ich den Boss besiegt habe, bitte. Na? Mich? Ah, okay, jetzt. Ah, okay. Sorry. Mein Fehler. Ja, wie oft die Lösung einem noch vor der Nase liegt. Zack. Angebraucht. Und jetzt werfen. Na. Ich will doch einfach warten, bis der hier hochkommt. So. Und zack. Okay, einfach kurz alles abblocken. Das sollte dann kein Problem sein. Perfekt. Hier ist noch ein Schlüssel für uns. So, dann gehen wir noch einmal hier lang. Perfekt, haben wir es auch down. Einmal die Tür auf. So, zum nächsten Rätsel. Okay, wir müssen eins weiter. Aber nicht schlimm, weil wir müssen sowieso erstmal Platz machen. Lass mich nicht lügen. So. Wie gesagt, die Rätsellösung ist meistens eigentlich vor die Nase. Ja. Weiß, schwarz, ne? So. Dann sind wir hier. Durch die E kommen wir wohl hin. Oh, das braucht man noch nicht. Erstmal irgendwie hier hoch. Ich gehe davon aus, dafür ist die Treppe gedacht. Was machen wir denn da? Charge! Aua. Und zack. Noch 4 HP. Okay, sollte auch nicht das Problem sein. Ach lol. Die kannst du dann auch schmeißen. Wie cool ist das denn? Erstmal stunnen. Okay. Wo sind wir? Jawohl, habe ich mir auch schon fast gedacht, dass wir hier ankommen werden. Ey, oh. Okay, machen wir das auch. So, schmeißen wir das mal gegeneinander. Oh, okay, ein Pfeil aus Launch verkehrt. Da haben wir den auch. Ups, mein Fehler. Mal, den müssen wir von... Okay, jetzt ist es wieder was anders. Moment, so. Ich schmeiße mal ganz kurz die... Das war schlecht. So machen. Und zeigt aber erstmal auch die Kiste ab. Oh, ein 300er. Nice. Oh, wir können doch mehr als 1000 tragen. Nein. Okay, das.
dann nehme ich mir mal ganz kurz den schwarzen aber. Den kann man auch werfen, dass der ungefähr da drauf landet. Sonst, so geht es halt auch nicht, so würde er auch umlanden. Okay, dann machen wir gleich weiter. Wir nehmen erstmal hier den. Probieren mal von hier aus, da passt's. Das wäre zu weit, weil er rechts lang fliegt. Ja. Bedeutet, wir müssen ihn von dort schmeißen. Anderes geht definitiv nicht. Es sei denn, ich vertue mich da vorkommen. Ich meine, das wäre nicht das erste Mal. Da kann ich den legen. Ja, dann auf. Der Cam, sobald er auf den Boden aufkommt, kommt er immer. Okay, aha, aha, aha. Ah, der kommt ja von hier aus gesehen definitiv auf dem Boden aus. Ah, jetzt hat's geklappt. Ich wollte schon sagen. So, dann nochmal zurück. Weil dann können wir uns jetzt auch den Master Key holen. Und dann fängt schon der Bossfight an. So schnell geht das Ganze. Wir machen den Dungeon auf jeden Fall in der Folge noch zu Ende, würde ich behaupten. Jetzt egal, wie lange das braucht. Dann einmal hier. Ach nee, du Kackviecher schon wieder. Ja, wir brauchen einmal kurz die Bomben. Die Bomben. Das war. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na, das gibt's noch nicht. Gut, haben wir den auch einmal gefüttert. Schon weg. Ja, auch das. Ach Mist, jetzt habe ich selber nicht aufgepasst. Egal, wir haben Balsam. Wir sind wieder Full HP, also passt ja auch dann. Ups, sollten wir uns aber nicht direkt treffen lassen. Ernsthaft. Ach, nimm die. Müssen wir ein bisschen warten. Ich würde einfach gerne eine Bombe da hinsetzen. Okay, nimmt er nicht an. Nimmt er auch nicht. Nimm die hier aber. Blub. Super, haben wir auch besiegt. So, und zack, einmal hier. Was bringt das nochmal? Gar nichts, okay. Zack, einmal hier lang. Durch die Tür. Und jetzt brauchen wir wieder den Enterhaken. So, einmal rüber. Wir haben noch genau einen Schlüssel. Ja, den brauchen wir nämlich dann für hier. Einmal der Speichervorgang, der obligatorische. Und dann gehen wir nochmal. Zack. Haben wir das? Super. Das ist eine tricky Tour, Truhe. Zack. So öffnet sie sich nämlich dann. Und wir haben den großen Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du die Tür zum Boss, zur Bosskammer öffnen. Zum Boss. Boss, Boss. So. Wir machen nichtsdestotrotz einmal durch die, ja, pure Zerstörung zu, die Link gerade beherrscht. Einmal. Alles kaputt. So, und einmal zurück. Mhm. Oh, das geht ja gar nicht. Okay, kommen wir runter. So, jetzt müssen wir wieder dahin. Dadurch kamen wir, indem wir das hier benutzt hatten. Das heißt, das dürfen wir machen. Wir porten uns noch einmal zum Eingang zurück, würde ich behaupten. Einfach der schnellste Weg dahin wieder. Zum Startpunkt. So, die In-Ears tun langsam echt weh. Ich sollte mir mal andere kaufen. So. Einfach nur, damit ich mich selber sprechen höre und meine Dummheiten manchmal höre, die ich sage. So, dann hier einmal die Bomben eingesammelt. Einmal hier drunter. Jetzt möchte ich aber doch gerne wieder den Bumerang haben. Fuck. Ach, das hat nicht getroffen. Ah, das wird treffen. Fuck. Okay, perfekt. Wir mussten da lang.
Nochmal Bomben eingesammelt. Hast du irgendwas gebracht? Ne, du hast nichts gebracht. Okay. So müssten wir jetzt eigentlich doch zum Boss kommen können. So, die Statuen stehen da, wo sie stehen sollten. Warte. Ach, sorry, mein Fehler. Wir mussten doch nicht da lang. So. Gehen wir hier durch. Das war dumm von mir. Okay. Nein, niemals. So. Gut. Aua, du schießt trotzdem. So, wir gehen. Mit dir. Du hast mir jetzt schon zu viel Damage gemacht eigentlich. So. Wollen wir einmal hier rüber. Na, einmal hier rüber. Aua. Perfekt. Dann sind wir beim Boss. Dann nehmen wir nochmal den Bumerang in, beziehungsweise Bomben brauchen wir. Okay, gehen wir durch. Reicht hier soweit. Boss. Beziehungsweise, ich beende hier die Folge. Na, das ist doch assi, oder? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaffen wir den Boss im First Try oder sterben wir wie immer? Das sehen wir dann. Bis zur nächsten Folge.